Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei einem neuen Video auf dem Kanal Servus Overland. Im letzten Teil habt ihr gesehen, wie wir in Dubrovnik unterwegs gewesen sind. Jetzt sind wir in Split. Die Abendstunden sind schon angebrochen. Was genau uns hier erwartet, wissen wir nicht, denn wir haben nicht wirklich viel geplant. Das heißt, wir laufen einfach mal ein wenig durch die Stadt, schauen mal, was hier die Eindrücke sind. Natürlich hier, wie man es auch im Hintergrund sehen kann, leider jetzt im Gegenlicht, geht gerade die Sonne unter. Das gibt dem Meer nochmal einen ganz besonderen Touch. Konstantin ist natürlich auch dabei, hier an der Seite. Und geparkt haben wir, Hunger haben wir auch mitgebracht. Jetzt machen wir so einen kleinen Rundkurs. Mal gucken, welche Abenteuer Split für uns bereitet. Oh ja. Hinter mir in Split seht ihr den Diokinenpalast. Der war unter anderem Schauplatz für Game of Thrones, hat aber natürlich auch einen historischen Hintergrund. Der wurde zur Zeit des Römischen Reiches errichtet. Heute sind noch Überreste da, aber auch der Hauptpalast, der noch zu sehen ist, der sich hinter mir auch noch im Bau befindet. Es ist ein relativ unübersichtlicher Bau mit 4 Hauptstraßen. Und wir schauen mal, dass wir natürlich alle 4 abgrasen, alle 4 aufnehmen. Schmalen Nebeneingang entdeckt, neben dem ein Schild war, in dem steht, wo wir welches Gebäude finden. Und wir laufen jetzt gerade zu dem Apartment und einem Weinhaus. Alles sehr schön, sehr schnuckelig, sehr klein gelegen. Hier fällt mir gut. Auch das Wetter ist jetzt mittlerweile ein bisschen runtergefahren. Es war schon sehr, sehr heiß. Ist für den Kreislauf nicht so gut. Jetzt ist es angenehm kühl. Und hier wird auch schon das digitale Candlelight-Dinner aufgebaut. Der Konstantin hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich habe lumpen lassen. Denn das eine Schild, was ich gerade eingeblendet habe, das hat mit dem allem hier relativ wenig zu tun. Das zeigt nur an, wo Hotels sind und wo Restaurants sind. Wir laufen mittlerweile hier vollkommen planlos in der Gegend rum, weil wir jetzt nicht genau wissen, wohin. Es ist auch wenig ausgeschildert, muss man sagen, eigentlich gar nichts. Und ja, wir hoffen jetzt einfach durch Dr. Zufall, das zu finden, was für uns interessant ist. Mal schauen, es ist eigentlich immer irgendwas interessant, wenn man in einer anderen Stadt unterwegs ist. Ist ja potenziell immer alles sehr neu, so auch für uns. Und es ist architektonisch sehr beeindruckend. Es sieht einfach so aus, als würde man hier durch die Game of Thrones Kulisse laufen. Auch das Vogelgezwitscher, das ihr jetzt mit Sicherheit auch gerade hört. Wenig Touristen, wirklich gut, wirklich schön. Kann man empfehlen, Split, super. Gefällt mir sogar einen Ticken besser als Dubrovnik, weil in Dubrovnik war es einfach relativ voll. Und man hat da auf das Meer geblickt. In Split kann man aufgrund der Lage von dem Meer auf, also von Split auf Split blicken und hat gleichzeitig aber trotzdem noch das Meer vor sich. Schön, schönes Panorama, zu empfehlen. Wir sind immer noch unterwegs und wir sind ein wenig verwirrt, denn wir haben jetzt, glaube ich, alles mehr oder weniger durchlaufen, aber wir haben jetzt nicht viel mehr gefunden als das, was ihr gerade gesehen habt. Konstantin meint, dass wahrscheinlich alles über den Lauf der Zeit so verbaut worden ist, dass alles so verwinkelt ist, dass wir das jetzt einfach auf die Schnelle nicht finden. Das, was wir gesehen haben, ist aber trotzdem sehr schön. Ja, ja. Und das soll ja auch jetzt mit Split nicht alles gewesen sein, sondern wir laufen natürlich noch ein wenig weiter und finden bestimmt noch das eine oder andere, das man sich angucken kann, oder? Bestimmt. Oder hast du schon was auf deiner Liste? Nee, für heute bin ich durch. Außer vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Ja, essen wäre gut. Und vielleicht noch ein Bierchen oder so, aber mehr auch nicht. Ich bin auf jeden Fall für Cevapcici, Bruder. Ja, richtig schön, geile. Da hätte ich was auf meiner Liste. Hast du was? Ja, hast du Restaurant gesucht mit Cevap? Ich habe einmal irgendwie. Warte, ich sag's dir, wenn du schon so fragst. Das müsst ihr, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter. Cantun Paulina. Das ist so ein richtiger. Cevapce, das ist so richtiger Kroate. Kroate und dann gibt es noch Sexy Cow. Da gibt's ja, sexy fühle ich mich so immer, das passt dahin. Perverses Zeug nicht so. Perverses Zeug. Also wir machen heute auf jeden Fall noch ein paar perverse Sachen. Genau. Das können wir, glaube ich, festhalten.
So, der ursprüngliche Plan war ja, dass wir uns hier hinten an der Promenade, die sich hinter uns befindet, uns kurz hinsetzen und dort in Split gucken, ob es noch weitere Sehenswürdigkeiten gibt. Dabei hat sich ein älterer Herr zu uns gesellt, der uns dann in einem Mischmasch aus sehr schlechtem Deutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Russisch, ein bisschen Kroatisch, also einfach eine Variabilität an Sprachen, die wir alle kaum beherrschen, außer Englisch, seine Familiengeschichte erzählt hat. Und die war insofern ganz spannend, als dass er meinte, er kommt aus Osijek. Da ist auch der Ursprung meiner Familie. Ich habe auch kroatische Wurzeln. Und er hat dann erzählt, dass dort alles zerbombt worden ist, als er ein kleiner Junge war. Wir haben verstanden, dass er wohl 89 Jahre alt ist und die meisten Menschen in seinem Umfeld nicht mehr leben, weil sie damals gestorben sind oder in der Zwischenzeit ihr Lebensende gefunden haben. Ja, und er hat dann wohl als Kind vieles von den Bombardements ganz interessant gefunden. Klar, da war er 6 Jahre alt oder 9 Jahre alt. Und dann im Laufe der Zeit, als er älter wurde und begriffen hat, was das alles für sich und für sein Land bedeutet und für seine Familie und Freunde, hat er das Ganze natürlich nicht mehr so toll gefunden. Sehr nettes, sehr angenehmes Gespräch, ein bisschen schwierig, aber der Konstantin hat sich als absoluter Gebärdensprachenleser etabliert, weil der Senior hat uns auch gemeint, er hört auch nichts mehr. Das heißt, es war eh schon schwierig, weil er uns auch nicht verstanden hat. Ich habe immer so eine Trefferquote von 50% gehabt. Und der Konstantin war in der Lage, sich da komplette Geschichte irgendwie rauszuziehen. Wenn irgendwie seine Ehefrau ist gestorben, weil er hat auf seinen Finger gezeigt. So, das ist richtig krass. Ich glaube, du bist voll der Schamane, Alter. Das ist ja richtig brutal. Ja, jetzt haben wir dann kurz noch geschaut, ob es hier noch weitere Sehenswürdigkeiten gibt. Aber so im Großen und Ganzen haben wir alles erledigt. Wir heben jetzt gerade noch ein bisschen Geld ab. Gehen dann zu einem Restaurant, wo wir dann schön Cevapcici speisen. Und dann fahren wir wieder Richtung Hotel. Geht nicht. Okay. Wenn wir Geld abheben können. Aber ich guck mal, vielleicht Kafale, komm ich ja ein bisschen weiter. Ich glaube, der ist leer. Mit diesen Impressionen vom Cevapcici, das wir gerade genossen haben, es war ein kleines Restaurant, das Konstantin gefunden hat, hatte so ein bisschen das Flair wie das Restaurant in Albanien, das wir hatten. Kleines, selbstgemachtes, selbstgeführtes Restaurant mit selbstgemachten Cevapcici, selbstgemachtem Brot. Wirklich vorzüglich und ein paar Bildern vom Meer. Möchte und muss ich diese Folge beenden, denn in Split haben wir tatsächlich nicht mehr viel gefunden, das sich zu zeigen lohnt. Wir werden jetzt unser Parkticket bezahlen, das wir wahrscheinlich wieder zu touristischen Preisen erworben haben, fahren dann noch mal ungefähr eine halbe Stunde zurück zu unserer Unterkunft. Damit ist dann dieser Tag auch wieder vorbei. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Adios.